Jo, und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Runde LPT Tech It Light hier mit dem Niklas, dem Marco, dem René. Dem Buki und dem Weltetischen. Hallo. Superb. René, soll ich dir eben zeigen, wie das geht? Dass du das vielleicht später machen kannst? Also wir machen jetzt erstmal eine größere. Deshalb hier, diese blauen Fackeln, die ich in der Hand habe, sind Landmarks. Damit kannst du markieren, wenn du jetzt zum Beispiel so markieren würdest und dann draufhaust, kommt hier so ein rotes Quadrat, ne? Siehst du. Was habe ich denn überhaupt alles einprogrammiert? Sehe ich, ja. Oder hau du einmal auf die Landmarks drauf und also mit Rechtsklick. Oh mein Gott, wie interaktiv. Mit Rechtsklick. Wie interaktiv. Auf die gleiche Höhe. Oh mein Gott. Bin ich blöde? Warum hab ich denn das gemacht? Eingespeichert, Alter? Oh, ich hab... nee, du. Wo ist der andere hin? Ich glaube, ich muss doch wieder einspeichern. So. Hier. Auf jeden Fall würde die in diesem Feld jetzt hier zwischen diesen Landmarks graben. Glas und die. So, jetzt zack, 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 zack. Glas. Hast du noch eine? Und Quarz. So, wenn ich jetzt hier die Landmark hinstelle und hier eine Redstone-Fackel. Wieder am Craften, Alter. Siehst du die maximalen Breiten, Längen und so weiter, ne? Mit diesen Strahlen. Wir gehen jetzt hier einfach irgendwo hin. Voll eingeschüchtert. Okay. An die maximale Länge von der Quarry. Nicht so gelangweilt, Niklas. Wieso denn? Wenn deine Lehrer so drauf sind, würde ich auch nicht zuhören. Mal ganz ehrlich. Ich weiß gerade nicht, was du von mir willst, aber ich lasse es einfach mal. Hallo, kannst du es mal lassen? Hallo. Ja, guck mal, René, hier hört der Strich auf. Das ist jetzt hier die maximale Länge dann. Zehn kleinen Jägermeister. So. Wir brauchen Basic. A Basic. Und jetzt stellen wir hier eine weitere von diesen Fackeln. Weitere. Und? Ich verarsche nicht. Zack. Fürs Protokoll. Jetzt müssen wir auf die andere Seite des Quarz, Berges. Eisen und... Ha, haben wir beides nicht. Ist ja kacke. Du kannst das alles ruhig stehen lassen. Komm raus, sie equipt das später von alleine weg. Außenrum geht's viel schneller. Zack. Oberlehrer. Quarz, Quarz, Basic, Eisen in die Ecken. Komm mal mit. Jetzt gucken wir einfach, wo der Strahl hier entlang geht. Der ist hoffentlich ist übersehen. Der Deckel hochgeklappt. Nur zur Info. So. Für die, die es interessiert. Ein nach rechts noch. Wahrscheinlich nicht. Glas, noch ein Glas, tiefer. Kabel. Total schwierig, sieht konzentriert. Noch ein Block hier oben drauf. So, ich müde gerade mal die anderen und quatsche einfach mal meinen Solo-Text. Nee, verarscht. So. Nach hier hinten. Ey, Mr. Wichtig, du machst da was nicht richtig. Alter, das ist ein Lied aus den 90ern, glaube ich. Ach du Scheiße, bin ich so. Alt. Hey, hey, Vicky. Ja, so in der Art. So. Genau. Ich meine, wer He-Man kennt. Pass auf, jetzt noch einen zur Seite. Freundchen, willst du mich trollen? Zack. Nur mal so nice. Jetzt haben wir hier. Okay, ein Rechteck. Brauchen wir Quadrat auch. Und so, ne? Ja, haben wir. So, jetzt kommen wir mit. Lass mich raten. Dir fehlt das, was ich in der Tasche habe, hä? Jetzt bauen wir hier dieses Solarpanel mit dem Ranch ab. Ich nehme mal die Stelle an dem Testing. Nö. Wir brauchen noch mehr Quarz. Was ist das für ein... Kann man Medium mit einer Spitzhacke abbauen? Willst du mich verarschen, Alter? Irgendwie funktioniert das mit dem Wrench nicht. Was willst du abbauen? Medium Voltage. Du sollst... Ja, kannst du. Okay, dann bauen kannst wir das... Wissen, ja. Damit. Hast du gerade eine Spitzhacke? Glas, Glas. Genau. Und okay. Das hier brauchst du auch alles ab, der Reihe nach. Auch mit Spitzhacke? Ja, das geht alles mit Spitzhacke. War das so? Juhu! Yippie! Hey, supi! So, jetzt gibt's die Sachen bitte kurz. So, bitte. Zack, zack, zack. Please encode. Und okay, wollen wir das haben? Dann komm mit. Wie das krass ist, ich kann überhaupt nicht reden, weil er sich jetzt hier so, weißt du? Also, das baut sich von alleine ab.
So, jetzt klicken wir hier mit Rechtsklick das Ding an und zack, haben wir ein großes von den roten Dingen. Dann stellen wir die Quarry hier vor. Und zack, haben wir ein großes. Jetzt stellen wir hier das Ding drauf. Da haben wir ein großes. Zack. Ja, brav, ja, fein. Nee, du kannst jetzt nicht schlafen, die Arme. Doch, können wir doch. Nope. So, zack. Willst du, dass ich jetzt aufstehe und du dann letztendlich als Erster Gute Nacht reinschreiben kannst? Nein, heute nicht. Ich bin heute nicht. Nee. Oak. Zack. Das ist das ganze Ding. Muss ich dir irgendwas eingeben? Weil das hat mich vorhin verwirrt, wie ich das Ding angeschaut habe. Also die drei grauen Kästen da. Haben wir hier Ork? Also das hier? Ork. Wir haben nicht mal Ork eingespeichert, das Ding, Alter. Das ist ja ein Solarpanel. Das macht ja Industrial Craft Strom. Ja, Industrial Craft Strom. Das hier ist ein Industrial Craft Consumer. Das heißt, der nimmt die Industrial Craft Energie auf. Das hier ist ein Energy Bridge. Die leitet den Strom von dem hier in das Ding hier rein. Und das hier erstellt einfach die Energie für die Quarry, also Buildcraft. Wenn wir sicher? Geht ihr kurz schlafen, wir loggen uns kurz aus, weil das dauert jetzt ein bisschen, bis wir wieder bei euch sind. Dann müssen wir auch den Weg wieder nein, zurück und so weiter. Nein, nee, jetzt nicht. Aber wir brauchen ein Licht, damit die Quarry geht. Okay. Ja, Marc, bist du im Bett? Ja, ich bin im Bett. Okay, dann gute Nacht. Danny, lockt dich auch kurz aus. Er ist schon längst draußen. Ist wieder Tag? Nein, es ist immer noch Nacht, bleibt schon runter. Boah, Alter, wir können heute irgendwie nicht schlafen, ne? Nein, nicht. Was geht denn hier? Was für ein Bug, Alter? Hab ich die Schnauze voll. Immer diese Kacke. Muss ich den Server neu starten, oder was? Also bei mir passiert noch nichts. Könnt ihr schon draufkommen? Ja, ich guck grad mal. Ja, mach mal. Irgendwie hier... Ja, ich bin drauf. Aber es ist immer noch Nacht, oder? Nee, es ist Tag. Wir können nicht schlafen bei uns. Wir liegen immer noch im Bett. Es ist aber Tag. Alter, willst du mich verarschen? Nein, es ist Tag. Ich kann dir gerne einen Screenshot gleich senden. Na, was soll ich jetzt mit einem Screenshot, Alter? Ich bin... Oh, nee, Mann. Na, René? Weiß ich nicht. Müsste erst mal so ausprobieren, keine Ahnung. Ich lief mal kurz, mal gucken, ob es dann klappt. Hinten ja, ist mach ja mal. Ein Stück Berg. Da, zwischen diesem Kästchen, ne? Das baut ihr jetzt automatisch ab. Und ja. Wenn die abgebaut ist, baut sie sich halt um und baut jetzt geht's. Normal nach unten. Was für ein Wunder. Oh, bei mir auch. Sofort wieder Tag geworden. Haben wir jetzt einen unterschiedlichen Tag? Das wird hier die Frage sein. Wobei eigentlich Marvko sowas, Niklas sowas immer wissen müsste, oder? Marvko. So wie ich ihn immer noch nenne. Ja, es ist irgendwie schwierig. Ach, du hilfst dir ein bisschen mit? Okay. Na klar. Gelder geht besser. Ey, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Shifu-Piston? Das ist jetzt schon wieder für eine Schlange? Decke? Ich brauch eine Piston. Gruppe? A Piston mit der Slime-Ball, ey. Olle. Ja, gut, dann haben wir diesen Kram auch gemacht. Gib mir das alles für ein Rezept, das ist so... Egal. Alle Male immer noch besser. Und wenn wir 2 Millionen Folgen aufnehmen, dann ist doch alles super. Wenn nicht, gibt's auf die Fresse. So. ME-Interface. Echt jetzt? Okay, ich geh mal zum Haus zurück. Du das. Neue Quarry ist jetzt angeschlossen. Nein, komm nicht her. Nein. Ich wollte nicht. Wann hat meine Frau Geburtstag? Bitte nicht. Ja. Niklas, kommst du wirklich hierher? Ja, ich komme wirklich. Alter, es wird kein Tut mir leid, aber... Was war das jetzt gerade? Ich glaube, ich habe einen Exportbus gemacht. Habe ich einen Exportbus gemacht? Ja, jetzt brauche ich noch einen Importbus und dafür brauche ich einen Stiggy. Und dafür brauchst du einen Omnibus. Warte, zwisch. Oh ja. Achtung, Füße hochreißen. Definitive Gefahr. Leute, hat das jetzt kapiert? Ist er jetzt klüger als vorher? Wer? Der gemiente Junge. Was? René, hast du es verstanden, wie es ging? Hue? Abbauen, wieder aufbauen, langweilig sein. Ja.
Wow, ich hab noch nie jemanden gehört, der so motiviert war, diese Arbeit zu tätigen. Krass. Leute, da draußen, wir haben heute eine sensationelle Folge. Ich nehme mir jetzt TNT, geh nach draußen irgendwo, stell das hin und schieß es ab. Also, was bei der Quarry in der Nähe? Noch eine Basis. Aber weit genug weg von den Steuerdingern. Guck mal, eine Nudel besuchen, wer auch immer das dort hinten ist, erst eine Nudel. Import funktioniert. Und ich mach das in der Höhle. Geht auch. Hervorragend. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Cable. So. Haben wir wenigstens den Scheiß auch schon mal gemacht. Dann sind wir glücklich. Nee, du bist offiziell eine Nudel. Wer ist eine Nudel? Mein Boy. Das ist René. Was ist denn da schon wieder explodiert? Das war TNT. Das ist super, dass TNT explodiert ist. Ich habe doch gesagt, ich probiere es aus, ob Feuerpfeile TNT zum hier explodieren bringen können. Und es funktioniert. Ist doch schön. So. Juti, der Recycler pumpt jetzt auch den Scrap wieder richtig ab. Gut, der 119.000. Kannst du das eigentlich einstellen, dass der hier nein. Scrap erst in Scrapboxen gemacht wird und dann in den Mass Replicator kommt? Dann mache ich mal die Uraniumzellen. Ja, so viel Scrap haben wir auch nicht, ne? Läuft der Mass Fabricator gerade noch aktiv die ganze Zeit schon? Ja, ne? Nicht wirklich gerade. Ja doch, er läuft. Aber aber nicht schnell, weil halt der Scrap gefehlt hatte, ne? Oh. Ja, und der ist jetzt gerade nur an den paar Low Voltage Solar Arrays dran, die wir haben. Das sind nicht so viele. Ach Quatsch, echt? Ja. Die wir oben auf dem Dach stehen haben, das sind ja auch nur Low Voltage, von daher. Übel, übel, übel. Du machst jetzt gerade ein paar Quad, ja? Ja. Hey René, ich hab mich in die Pipes geglitscht. Gut, dann wolltest du jetzt ein Autocrafting wahrscheinlich haben, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob das mir Sorgen machen soll. Es macht's mir aber. Ich glaube, ich habe gar keine Ahnung, dass ich das so machen muss mit einem Crafting Automatic. Mark. MK2, was? Bin gerade ein bisschen überfordert mit dem, was ich machen soll. ME Interface, ich glaube, so einen brauche ich. Ich hoffe, da reichen noch die Rohstoffe. Und ich bräuchte noch mal einen Import-Bus. Was ist jetzt los? ich versuche es mal. Kann ich mehr als es versuchen. Wo stellen ihn am besten hin hier? Vielleicht hier? Brauchen wir noch Brick? Bricky! Ja, ich finde ja langsam die ganze Geschichte doch schon ein bisschen Form an. Toll. Ja. Auch wenn das natürlich alles immer noch nicht ganz 100% flott wie die Biene läuft, aber ist egal. Ich hoffe, ich mache jetzt hier gerade keinen Scheiß. Warte mal, die Fische sind schon wieder alle. Fressen! Also, nee. Nein! Mann! Also, ich brauche ein Export-Bus obendrauf. Okay. Ja, ich sehe Striche. Und dann schließen wir den an. Und den hier. Gut. Nein, das war falsch. Ach, Kacke, den hätte ich hier gar nicht. Den brauche ich doch gar nicht. So, aber ist egal. Und hier kommt mein ME-Interface ran, Leute. Ich hoffe, dass es so richtig ist und dass ich hier kein... Hier ist gerade irgendwas unten explodiert. Warte, was war das? Hier ist nichts explodiert. Doch. Also bei mir ist nichts explodiert. Ist es aber. Also hier ist nichts explodiert. Weiß nicht. Also ich höre die auch Geräusche, oder? So ein bisschen. Nein, ich stand daneben. Oh, das wäre schön. Mal wieder was zum Lachen. Mal wieder was zum Lachen, genau, Alter. Was hält... Warte, ich guck kurz nach, was der jetzt genau aushält, der... wie heißt er? Reaktor? Nein, nicht Reaktor. Das andere Ding hier, Mass Fabricator. Hm.
Das ist ja komplett falsch, was ich hier mache. Das ist ja... Nee, Mann! Ach Gott, oder? Ach, ich... Mark, hast du was zu tun? Ja, ich suche gerade, also ich habe F9 gedrückt und dann sehe ich jetzt hier so einen gelben Teppich auf dem, oder in dem Himmel und den versuche ich gerade zu erreichen. Okay, wieso? Wenn ich das richtig verstanden habe, hält der High Voltage aus. Der Reaktor ist nur mit dem Mass Fabricator verbunden, oder? Ich werde dazu nichts sagen. Ich probiere dann jetzt aus, den Reaktor direkt anzuschließen. So, geht alles nicht. Klar. Fuck. Scrapboxen werden gemacht. Okay, hätte dafür gar kein Interface okay. gebraucht. Wenn er jetzt nicht explodiert, dann. Ich hau dir. Ist gut. Nein, er produziert fleißig weiter. Hervorragend. Super, Scrapboxen macht er auch. Und das läuft jetzt alles automatisch. Wollen wir keine Sorgen mehr haben. Gut, Zusammenfassung: Also, wenn jemand was automatisch craften möchte oder craften, naja, so Geschichten eben halt machen möchte, wie die Scrapboxen. Brauchen wir dafür definitiv einen Automatic Crafting Table hier und Import Bus, Export Bus hier oben einspeichern. Einmal Scrap rein, bitte stackweise am besten. Und hier das Rezept mal rein und dann passt das schon. Hervorragend. Gut, dann habe ich das, was ich machen wollte, auch wieder gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss. Ciao.